Er ist drin. Yes. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich durfte vorab Ultimesh testen und Ultimesh kann man am besten vergleichen mit Rocket League in VR. Der Unterschied ist, dass wir kein Auto haben, was wir frei in der Arena bewegen und rumfliegen können und so weiter, sondern wir haben einen Roboter. Der Roboter hat Raketenhandschuhe, mit denen wir dann ja auf Gegner eindreschen können, aber Hauptaugenmerk sollte auf dem Ball liegen. Den kann man dann halt damit auch ins Tor boxieren. Erkläre ich euch alles gleich, wie das funktioniert im Spiel. Und ja, man hat Plattformen, wo man hindächen kann und so bewegt man sich halt in der Arena. Also ich fand es jetzt alleine schon gegen die KI echt spaßig, hat Bock gemacht. Und ja, mit anderen Mitspielern, man kann halt entweder zusammenspielen gegen den Computer oder halt zusammen gegen andere Leute oder alleine gegen andere Leute. Also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 ist alles möglich. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und ich denke mir, dass man auch mal so Abende macht, sich in Discord verabredet und dann halt auch ja, miteinander spielt, gegeneinander spielt. Also ich glaube, das kann ganz witzig werden. Wer noch nicht auf meinem Discord ist, unten in der Beschreibung, VR World Germany ist der Discord. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns da sehen. Ja, das Spiel erscheint für die Quest, für Steam VR und für die Pico. Das Spiel ist komplett kostenlos, das ist erstmal das richtig Gute. Das passiert halt ungefähr so wie das Prinzip von Rocket League. Rocket League war ja früher kostenpflichtig, ist jetzt aber kostenfrei. Man kann sich aber ja, optische Gegenstände kaufen und da bietet Ultimesh halt den Ultipass an. Das Ganze gucken wir uns jetzt aber erstmal auf der Steam-Seite an, bevor ich jetzt hier einfach rumerzähle. So, erstmal die Steam VR-Version unterstützt die Valve Index, die HTC Vive und die Oculus Rift. Erscheint am 15. September. Man kann die Sprache, die Benutzeroberflächensprache, kann man auch sogar auf Deutsch stellen. Das ist schon mal das Positive. Und ich muss vorab sagen, wenn ihr die Wahl habt, ihr habt jetzt eine Quest und ihr habt eine Valve Index, könnt ihr natürlich sagen, okay, ich kaufe mir das auf Steam, kann das mit beiden Plattformen spielen. Mit der Quest kann man halt ja, dann Airlink nutzen oder Virtual Desktop. Ich würde immer empfehlen, das mit einem kabellosen Headset zu spielen. Entweder ihr kauft euch das oder ihr holt euch das autark für die Quest oder halt, ja, ihr spielt es dann halt über Airlink oder Virtual Desktop, weil mich hat jetzt gerade mit der Index das Kabel schon ziemlich gestört und ja, weil man sich halt oft auch umgucken muss, umdrehen muss und da stört das Kabel sowas von immens. Ich hatte nachher wirklich, wurde das Kabel immer weniger und ich musste immer weiter zum PC. Also Leute, spielt es definitiv mit der kabellosen Version. Genau das dazu erstmal. Genau, Upload VR sagt auch schon mal von Rocket League VR geträumt. Ja, wie gesagt, man hat sich da halt Ideen halt auch von geholt. So, jetzt schauen wir uns aber mal den Ultipass an. So, der Ultipass, den kann man nicht mit Echtgeld zahlen, sondern mit Coins. Und der Premium Ultipass kostet 950 Ulti-Coins und 500 Ulti-Coins kosten 4,99. Das heißt, man muss dann halt ja, 10 US-Dollar ausgeben. Ich weiß nicht, ob es dann automatisch 10 Euro sind. Ich gehe mal davon aus, dass es halt 1:1 umgesetzt wird. Und ja, damit holt man sich dann halt den Ultipass. Damit kann man dann halt, ich denke mal, schneller diese Sachen freischalten. Die sagen hier auch ganz, ganz klar, die Spieler können auch andere Sachen sich selbst freischalten und brauchen den Ultipass nicht. Das sind 36 Game-Items, die man sich so freischalten lassen kann. Ja, hier steht es auch schon, Quest 2 Pico Device Steam VR. Also ich glaube, das kann was richtig Gutes werden. Wer Rocket League mag, sollte hier definitiv reinschauen. Ich finde es aktuell noch ein bisschen schwieriger als Rocket League, weil ja, man halt wirklich dreidimensional abschätzen muss, weil man ist ja in der Arena, wie der Handschuh fliegt. Also man kann den losschießen mit Trigger und dann kann man den auch noch mit dem Controller lenken. Also der kann auch solche Kurven fliegen, aber dann muss man halt gucken, wenn man relativ weit weg ist, dass man den auch gut erwischt. Also
ist schon eine Herausforderung, aber jetzt nicht so, dass man das überhaupt nicht lernen kann. Man braucht da, glaube ich, einfach nur ein bisschen Zeit und dann kommt man schon automatisch rein, ein bisschen Spielstunden. Also ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, eine Stunde gespielt und ja, ich glaube, am Ende ging es dann doch ganz gut, außer gegen die KI, die auf hart gestellt war. Also es gibt leicht, mittel und hart. Leicht war mir viel zu einfach, also da war überhaupt kein Gegenwehr. Mittel war halt so ein bisschen was und hart war dann zu viel. Also, aber ich freue mich halt wirklich auf Matches mit euch zusammen und ja, mit allen Leuten, die man so kennt. Also ich glaube, das ist wirklich das, wovon dieses Spiel dann auch lebt und nicht diese KI-Sachen. Aber ich wollte euch das Spiel jetzt mal näher bringen und erklären, wie das funktioniert und so weiter. Ja, wie immer sage ich mal, ich rede jetzt einfach nicht mehr weiter und ja, gebe jetzt ab an den Sebastian, der in der Arena schon wartet oder im Hangar. Also viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen im Hauptmenü von Ultimechs und ja, hier sind wir im Hangar, würde ich mal sagen. Hier wird überall noch gearbeitet an den Robotern. Da wird noch ein Arm, ich glaube, ausgetauscht. Und hier steht unser Roboter. Und ja, gehen wir erstmal in die Optionen rein, was wir für Möglichkeiten haben. Also einmal haben wir die Sprache, die wir einstellen können. Ich habe auf Deutsch gestellt. Jetzt haben wir hier haptisches Feedback. Das können wir auf mäßig oder auf ausstellen oder halt auf voll. Ich lasse auf voll. Sprachchat für die PvP und ja, oder Koop-Spiele. Dann haben wir nochmal Barrierefreiheit, wie wir den Stick drehen wollen, ob wir Snap-Turn machen und so weiter. Ich stelle das jetzt mal auf aus und schau mal, ob wir dann flüssiges Drehen haben. So, hier haben wir die Audio-Einstellungen. So, das war es eigentlich erstmal mit den Sachen. Dann haben wir ein Loadout oder Ausrüstungsset, wie es in Deutsch heißt. Wir haben drei Roboter zur Auswahl. Einmal den Viper, Nitro und Titan. Der Viper ist ein Roboter, der relativ schnell ist. Das können wir uns auch hier mal in Info anschauen. Tempo und Steuern, ne? Der kann relativ gut diese Handschuhe, zeige ich euch gleich mal, steuern. Dann haben wir den Nitro, der ist relativ ausgeglichen, hat in allem ja, die gleichen Werte. Und der Titan, ja, wie der Name schon sagt, der hat halt richtig viel Kraft, ist halt ein bisschen langsamer. Und ja, da muss man halt schauen, mit welchen Roboter man am liebsten spielt. Und jetzt können wir hier auch noch auswählen, welche Farbe die haben sollen, die Roboter. Ich habe hier einfach mal den Nitro in Gelb gemacht. Der hat mich so ein bisschen an Bumblebee erinnert. Deshalb habe ich das so eingestellt. Und ich glaube, es gibt später noch, muss ich noch mal nachschauen, Ingame-Käufe für ja, optische Sachen. Also nichts, was uns jetzt weiterhilft beim Spielen, sondern wirklich nur irgendwie spezielle Lackierungen und so weiter. Wie es bei Rocket League dann auch ist. Ne? Finde ich halt vollkommen in Ordnung. Sowas geht. Und ja, da braucht man jetzt keine Angst zu haben, dass es hier ja, Pay to Win ist. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mal ein Training. Freies Training und ich zeige, es gibt auch ein Tutorial, das habe ich aber schon gemacht. Ich habe auch schon ein Match gemacht, was ich dann, ja, ich glaube 2-0 gewonnen habe. Ich zeige euch aber jetzt mal die Basics so ein bisschen, was man so machen kann. So, wir haben einmal hier unsere Fäuste. Wir können die abschießen mit dem Trigger. Natürlich gegen den Ball. Wir können aber auch den Gegner damit schaden. Ne? Beide Hände haben wir zur Verfügung. Wir haben auch die Möglichkeit, den zu steuern, wie ihr seht. Ne? Der Handschuh fliegt und wenn man loslässt, kommt er wieder zu uns zurück. Wir haben diese Punkte, diese Plattform, wo wir draufstehen, wo wir dann auch mit A rüber jumpen können, sage ich mal. Das sind Punkte, um unser Supercharge aufzuladen und dann hat jeder Roboter eine eigene Fähigkeit, die er dann über Grip auslösen kann und ja damit halt irgendwas machen kann. So, das sind eigentlich erstmal... Ah, okay. Also diese Barrierefreiheit, Snap-Turn ist komplett aus und auch normales Bewegen, also wir müssen uns wirklich im Raum bewegen, ist mit Kabel nicht so gut. Mit der Quest, wo es das Spiel auch gibt, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Ich habe die Quest-Version, eigentlich sollte ich die auch bekommen, hat aber irgendwas nicht funktioniert zum Aufnahmezeitpunkt. Von daher habe ich gedacht, komm, dann nimmst du jetzt mit der Wolf-Index auf und später gibt es natürlich nochmal ein Quest-Video. So,
Man kann den Ball mit einem Handschuh treffen, dann ist er halt nicht so schnell. Oder mit zwei, dann hat er halt Vollspeed. Und dann kann man den halt auch nochmal... Oh, jetzt habe ich versucht, den zu lenken. So, da ist das schon mal das Tor. Wir haben auch die Möglichkeit, das zeige ich euch jetzt mal, hier oben den Ball reinzukriegen. Und ich glaube, das gibt zwei Punkte. Also, wenn man da rein trifft, wenn er mal oben an der Decke ist und man hat dann die Fähigkeit, den wirklich da reinzubekommen, dann ja, sollte man das auch versuchen, wie ungefähr wie beim Basketball den Dreier, nur dass es hier dann ein Zweier ist. Ich versuche es mal. Ah, okay. Hat nicht geklappt. Also, das sind erstmal so... Ja, die kleinen Basics. Ich bin jetzt wirklich auch noch nicht wirklich gut. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde mich mit dem Spiel beschäftigt. Ich wollte jetzt nicht hier komplett First Impression Video machen. Und ja, ich würde sagen, beenden wir das hier, dass ich euch hier das Trainingsfeld mal gezeigt habe. Und ja, dann starten wir auch gleich mal ein richtiges Match. So, hier sind wir jetzt im Modus, dass wir uns ein eigenes Spiel kreieren können. Und ich möchte jetzt einmal einfach gegen einen Roboter spielen. Und gleich können wir dann natürlich auch noch 2 gegen 2 oder sowas machen. Eventuell, wenn es klappt, kommt später noch ein Chris Reality Video dazu, dass ich mit dem noch was mache. Muss ich mal schauen, ob ich das an dieses Video hefte oder ein zweites Video dazu mache. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dem Bot eine Schwierigkeit zu verpassen. Einfach, mittel oder schwierig. Wir machen einfach mal mittel und schauen mal, wie gut oder wie schlecht der dann ist. Hier haben wir nochmal Arena, Sandra Park, bei Nacht, bei Tag, klein, groß und so weiter. Wir machen erstmal klein. Wir spielen ja 1 gegen 1, von daher sollte das passen. Und dann geht's los. Genau, wichtig ist zu wissen, man muss den Roboter nicht vorher im Hauptmenü auswählen, weil das ist nur zum Loadout und Design ändern, sondern man wählt den immer hier vorher aus und ja, da kann man sich dann aussuchen, was man dann macht. Wir nehmen jetzt erstmal den Viper und schauen mal, wie wir damit klarkommen. Ist halt ein relativ schneller Roboter. So, wir spielen jetzt gegen Zeus. Und Zeus scheint auch ein Viper zu sein. Oh. Ah, scheiße. Nein. Jetzt. Ja, direkt ein Zweier. Ja, mega. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Also das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Natürlich ist das jetzt nur gegen den Roboter. Wird natürlich nachher viel härtere Matches geben, wenn man wirklich dann gegen echte Gegner spielt. Aber ich möchte euch das Spiel jetzt einfach nur mal zeigen. Oh. Ja. Ich treffe den Ball nicht mehr. Schade, ich habe echt versucht. Nein! Oh, da hab ich aber fast Mist gebaut. Ja! 4-0, das ist ein bisschen einfach. Aber gut. Ich habe ja auch gerade einfach nur Glück. Also man muss echt aufpassen, wann man diese Aktion macht. Boah, schade. Der hätte was geben können. Ja, hat er sich in selber reingehauen. Sehr, sehr gut. Oh, ist er? Wo ist er? Ah, Mist. Schade. Na, guck mal, jetzt können wir den hier. Ah, schade.
Nein, nein, nein. Jetzt habe ich auch noch beide Handschuhe abgeschossen. Oh. Jetzt war ich gerade irgendwie. Ach so, wenn der Gegner auf der Plattform steht, kann man dorthin nicht mehr teleportieren. Die ist dann geblockt. Das macht er aber mich hier rund, glaube ich. Ah, schade. 10, 9, 8, 7, 6. Ah, macht er noch einen Ehrentreffer, der Kerl. Okay, hat er sich verdient. Der hat mich am Ende gut unter Druck gesetzt. Also ich muss sagen, das ist präsentiert, um mit der Quest zu zocken. Egal, ob jetzt autark mit der Quest oder aber auch mit Airlink oder Virtual Desktop, weil man dann halt kein Kabel hat und dann kann man wirklich im Raum sich komplett bewegen. Und das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Und jetzt gleich werde ich mal mit einem Viper spielen, mit einem Nitro spielen. Und wir spielen jetzt einfach mal zu zweit. So, und hier auch nochmal zwei Bots hinzufügen. So, und dann nehmen wir die Arena einfach mal in groß, um uns die einfach mal anzuschauen und dann sogar in Nacht. So, mal schauen, wie das so ist. Das habe ich noch gar nicht gemacht, also das ist jetzt wirklich dann First Impression. Das ist gar nicht so einfach, wenn da einer mitspielt. Also 3 gegen 3 stelle ich mir jetzt echt sehr, sehr schwer vor. Mein Indexkabel ist gerade richtig. Es gibt richtige Chaos-Matches, bin ich mir sicher. Boah, den habe ich gerade noch abgewehrt. Oh, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich die Super irgendwie benutzt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Komm! Den habe ich noch ein bisschen angedreht. Der eine steht auch die ganze Zeit im Tor. Was für ein Loser. Ich muss mich mal ein bisschen doppelt drehen. So. Komm, komm, komm zurück, meine Hände. Gut ist, man kann relativ schnell zurück. Verlängerung. Okay. Golden Goal, okay.
Oh nein, ich bin einen zu weit gejumpt. Ist das Tor auch so riesig? Guckt euch das mal an. Nein! Da hat nicht viel gefehlt. Komm zurück. Oh. Nein! Scheiße! Zurück. Ja. So, nochmal kurz zurück. Oh. Kann nicht so einfach. Bin ich ein zu früh nach vorne? Habe ich das gemacht? Sah auf jeden Fall knapp aus. Hätte auch sein können, dass er selber reingegangen ist. Oh, wer hat das Tor gemacht? Ja, ich. Yes. Also ich finde das richtig, richtig gut, das Game. Und ja, mit der Quest wird das nochmal eine Ecke besser. So, jetzt will ich auf jeden Fall nochmal den Dings spielen. Das kann man eigentlich... So, sollen wir nochmal 1:1 machen und dann aber Nacht klein. Da werden mit Sicherheit später noch verschiedene Arenen dazukommen. Denke ich mir mal. Mittel. Ah, probieren wir einfach nochmal. Diesmal nehmen wir den Titan. Das war ja schon so ein Riesentor und keiner hat das Tor gemacht. Außer wir am Ende. Oh, das sind mal Klopper hier. Versuch den auch gleich mal kurz zu machen. Nein, nein, nein. Ah, ich kann mich schnell genug zurück. Jetzt habe ich noch nicht so raus, wo ich dann hin muss. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, der hat den noch rausgefischt. Nein, 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 nein.
Oh, da. Boah, jetzt stelle ich mich aber echt blöd an. Also wenn man es drauf haben sollte, kann man einen richtigen Effekt drauf geben auch. Ja, irgendwie ist er reingegangen. Fragt nicht wie. Der war easy, der war richtig easy. Also jetzt macht das mir irgendwie leicht. Mach schnell zurück. Den habe ich jetzt kaputt gemacht. Oh. Mist! Würde ich sagen, ich entzwirre mich mal kurz hier und dann zocken wir mal auf hart. Aber machen wir 2 gegen 2. So, auf hart. Arena natürlich wieder groß. Central Park Tag. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kriege ich mit Sicherheit richtig aufs Maul, aber um euch mal zu zeigen, wie der Schwierigkeitsgrad auf hart ist. Weil nachher wird es sowieso so schlimm, wenn das Spiel ein bisschen raus ist, da gibt es dann so viele Cracks, wenn man online spielt. Also dass ich dann sowieso keine Chance mehr habe, das weiß ich jetzt schon. Ist bei Rocket League schon ab und zu hart, aber das ist, glaube ich, noch mal eine Ecke schwieriger, finde ich. Aber cool, also mir gefällt's. Boah, das ist ja so hart. Nee, da habe ich überhaupt keine Schnitte. Ich krieg ja gar keinen Ball hier. So. Boah. Mach grad den Libero hier.
Okay. Okay, jetzt habe ich meinen Super benutzt, obwohl ich es gar nicht benutzen wollte. So schnell kann man ja gar nicht reagieren. Okay, das war gerade mein Super, diese Raketenfaust. Und damit habe ich den auch noch weggekriegt. Irgendwie. Okay. Also hart ist zu hart für mich. Leider. Boah, jetzt geht er noch rein. Oh nein. Also ich finde wieder hart zu schwer, mittel ist zu leicht. Noch Verlängerung von diesem geilen Match hier. Okay, aus. So können wir das ja nicht sein lassen, ne? Machen wir mal komplette Eskalationsstufe. Blaues Team natürlich. Aber diesmal auf jeden Fall auf Mittel, genau. Und ich muss sagen, ich fand Viper bis jetzt so vom Spielen her am besten. Nitro, sorry. So, 3 gegen 3. Hoffentlich bleibt Tor im Tor. Also den wollte ich eigentlich gegen die Latte klären, aber ich habe nicht an das Extra-Tor gedacht. Na komm! Oh, der war eigentlich gut. So, weiter geht's. Ach. Ach, nee. Komm. Nein. Oh, komm. Wollte ich eigentlich schön rüberbringen irgendwie.
Komm. Nein. Ach. Also gar nicht so leicht abzuschätzen, finde ich auf jeden Fall. Für so einen alten Mann wie mich. Ah, Tor hält das Tor sauber hier. Gut. Komm rüber. Nein. Oh Gott, oh Gott. Komm. Verlängerung, jetzt kommt wieder Golden Goal, oder? Also mit 3 hat er auf jeden Fall auch was. Er ist drin. Yes. Can you dig it, sucker? Ja. Also ganz ehrlich, richtig geniales Spiel. Mich stört das Kabel, muss ich ganz klar sagen, als PC-VR-Fan. Aber ich habe die Quest jetzt auch schon lieb gewonnen und auch das Kabellose dann für mich entdeckt. Und ich muss ganz klar sagen, wenn man es kabellos spielen kann, sollte man das definitiv kabellos spielen, weil ihr seht ja, wie oft man sich eigentlich, um richtig gut zu spielen, drehen muss. Und das braucht es einfach. Ne? Also am besten mit der Quest spielen, wenn ihr das habt. Wenn die Quest-Version funktioniert, werde ich da auch noch ein Video zu machen. Ich schaue mal, ob ich dann vielleicht sogar ein Grafikvergleich-Video machen kann. Ob ich es hinkriege zeitlich, das ist immer zeitlich das Problem. Aber auf jeden Fall werde ich dazu auf jeden Fall mal ein Video machen und mit der Quest auch spielen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck von dem Spiel machen. Und würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Like da lasst, Abo-Button nicht vergessen und gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ist das auch was für euch, das Game? Kauft ihr euch das jetzt direkt zum Release oder sagt ihr, ist jetzt nicht mein Fall? Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein bisschen Feedback gebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt öfters mal ein paar Spieleabende machen kann. Das könnte man auf dem Discord verabreden und dann kann man mal ein bisschen, ich wollte gerade sagen Rocket League, Ultimech spielen. Und und eben war ein Pro-Tipp wie hieß denn nochmal der Pro-Tipp? Nicht ärgern, es ist nur ein Spiel oder irgendwie sowas. Ja, Leute, von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.